Hi, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Pokémon Hardcore. Den letzten Part waren wir ja gegen einen Rivalen gekämpft und jetzt ist das so. Keine Ahnung wieso. Ja, jetzt muss der Typ mir das zeigen. Eigentlich wollte ich es ja nicht, aber da der Schwarz so wild war, konnte ich nicht sehen. Toll. Super. Jetzt muss ich mir sowas anschauen, ey. So ein Tutorial, was kein Schwein interessiert. Mann. Warte, ich werde das zurückspulen. Liebe Leute, irgendwie ging jetzt gerade nichts mehr. Deswegen habe ich jetzt mal geguckt, ob das getestet ist. Nein, geht ja nicht. Deswegen habe ich jetzt einfach auf Speichern gedrückt. Vielleicht liegt es ein bisschen an der Selbstsimulator, bisschen. Kann sein. Deswegen sehen wir uns dann gleich. Alles gut, Leute. Es funktioniert wieder. Okay. Wo wollte ich nochmal hin? Ach ja, wir wollten ja zu dem Professor Linden. Wegen das Ei. Ach, er wollte das Ei. Was? Oh. Wusste ich doch jetzt nicht. Nee, flüchten, tschüss. Taub. Sie brauche ich eigentlich nicht, oder? Vielleicht nehme ich noch Taubsi. Wenn der. Jetzt auf einmal. Wir wissen alle, Taub. Taubsi hat ja auch immer eine gute Seele in der Vogel-Pokémon. Was mir eigentlich schon immer der Fall ist. Welches A? Oder muss ich das jetzt Professor eigentlich nochmal gehen wegen ein Ei? Oh, bitte sag mir jetzt nicht, dass ich den. Oh Gott. Fällt mir jetzt echt gerade ein, dass man noch irgendein Geschenk noch bekommt dafür. Fällt mir gerade ein. Wenn nicht, dann ja, keine Ahnung. Dann ist es wirklich verarschen, dass man den einen noch fragen muss, ey, willst du mich verarschen? Das wäre so dumm. Nö. Hä? Hä? Gucken wir mal in Beute rein. Also hier, ich sehe nichts, was ich hier habe. Noch Pokébälle. Ja. Klärung bitte? Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung warum. Vollraupe können wir eigentlich nehmen. Wärmeraupe tatsächlich nicht mal. Überhaupt, wenn mir gerade einfällt. Also Raupi hatten wir nur eine ganz Seltenheit in der Pokémon. So, gefallen. So. Und wenn jetzt alle hier kritisieren, hier, dass sie einen Raupi gefangen haben, sie bietet. Ich glaube, ich brauche keinen Namen für ihn. Warum soll ich?
Ich gebe ihn überhaupt keinen Schwitz, aber. Nehmen wir auch mal Taubsee. Ich weiß nicht warum. Ich nehme jetzt zwei Pokémon in der Hand. Das ist ein wenig zu viel. Meiner Meinung nach, wenn. Oh man. Und der trifft daneben. Alles klar. Gut. Und wir kriegen mal Taubsee auf der Reihe. Ein normaler Zimb- und Flug-Pokémon, weil Flug-Pokémon brauchen wir sowieso. Weil ich mag Taubsee zwar sehr schön und. Mein Facebook, du blödes. So, liebes. Leute. Heute kommt wieder jedes Mal mehr irgendwelche Freunde anfragen. Mit solchen komischen Leuten. Frag mich nicht. Ich hatte. So. Was muss ich denn? Oder muss ich bei denen zwacken oder was? Also jetzt wird mir echt langsam ein bisschen albern. Och, come on. Jetzt habe ich doch keine Ahnung, welches Ei jetzt die meinen. Yo, what the hell? Och, what the hell? Nee, du nicht. Wird jetzt echt aber nervig. Oder warte, Moment, war das nicht immer da? Nein. Wäre lustig. Alter, wir müssen echt stinken. Wir stinkt! Und wir sind bei 9 Minuten. So, wir hatten es schon gemacht, oder? Oder? Mir fällt gerade ein, ich bin so blöd. Wir waren schon eigentlich zweimal bei ihnen. Wegen hier. Gerade wegen ein Täter und. Ja! Und das Ei kommt erst später, wir müssen ja weiter, das heißt, wir müssen gar nicht zu, wir müssen ja weiter. Was laber ich eigentlich für Mist? Keine Ahnung, irgendwie habe ich gerade ein bisschen Mist gelabert. Wir müssen doch nicht nochmal dahin. Wir waren schon zweimal. Kein Wunder. Hätte schön kommen müssen. Und der trifft daneben. Leck mich. Nein. Das kann man doch jetzt machen. Was passiert mit mir? Sorry.
Achso, danke. Hier. Meister Rausch. Darauf sie macht das. Wenn. Ich hab irgendwie mal. Es gab mal. In der Pokémon-Säge doch mal, dass irgendwie Topsy irgendwie der Herrscher war. Und ja. Und alle neigen sich gegen ihn aus. Und zwar auf der ersten Staffel tatsächlich. Wo Mikachu angegriffen von Topsy und ja. Ja, und das war es so. Du bist nicht mal Level 5. Wies. Ja, muss ich auch. Ich bin so blöd. Kopf. Was ist mit dir? Oh, die Bock. Alter, ich feiere diese Remix so aus der IP2 Journey. Was hier geremixed wurde, ist sehr gut gemacht eigentlich worden. Ich hätte eigentlich gewartet, weil ich glaube, das war das erste Remix, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ja, ich glaube, das war das erste. Das ist der Remix. Remastered, die gekommen ist, oder? Nein, das war der zweite. Denn das erste kam ja, der Remastered. Also, super. So geremaked. Und zwar, das war das allererste mit Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Genau, die zwei. Eigentlich war es ja, naja, gefehlt hat, hier war der erste ja mit Pokémon Grün, die wurde ja abgesetzt, was kein Wunder ist. Jetzt, vielleicht auf den M5. Was? Erreiche noch Level 6. Ich werde nicht mehr. Gewiss du mir aber noch mehr Käppe zu verreden? Nein, danke, brauchst du nicht. Ich weiß, diese Fusion mit der Com ist ein bisschen langweilig, finde ich. Weil die macht eigentlich nichts, nur irgendwelche Leute ansprechen. Die Fuck! Was soll das? Schon wieder ein Radfatz. Halleluja. Schon wieder ein Radfatz, ey. Der macht Wurf zu mir und der killt mich fast. Er killt mich schon. Tot. Och, du bist kacke. Jetzt muss ich mich schon wieder heilen, ey. Weil er die ganze Scheiße mit dem Ruckzuckieb macht. Ich finde Radfurz als Gegner ein jeder. Ich glaube, dass fast jeder hasst Radfurz. Ich glaube nur am Anfang. Ich glaube am Ende, so Mitte oder am Ende, nicht mehr. Nur am Anfang. Ich weiß nicht warum. Das sagen viele Fans in Community. Sagen Sie wie viele. Why not? Sag ich mal. Wenn man gewinnt, verliert man nur wegen einer Radfratz. Oh, heute bin ich. Heute ist gerade der verrückteste Part des Lebens. Oh.
Jetzt musste ich schon wieder mal ein. Wieder einsetzen. Ach, er kann tackle. Aber er ist schneller. Robby ist schneller. Wusste ich doch. Eigentlich finde ich Robby auch nicht süß. Muss ich jetzt wirklich sagen. Weil viele sagen, Robby ist eklig. Schämt euch. Schämt euch einfach. Schämt euch. Robby ist schön. Na, Pokémon. Anstatt diese andere Paare. Pokémon, die für mich seltsam sind. Kein Scherz. Die sind wirklich seltsam. Und wenn die seltsam sind, dann sind es zwei. Glaube ich. Und zwar von's. Na gut. Kann man jetzt zwar sagen. Du hast was drauf. Ob ich dort so. Wäre. Und der Kater. Ich glaube, ich muss heute mein Deutsch ein bisschen verbessern lassen. Meine Puppekatze sagt auch. Ich glaube, ich schaff das. Wirklich? Okay, gut. Und er trifft mich am ersten. Und schon wieder? Ist es dein Ernst? Bestimmt macht er einen Fehler. Er wird es bestimmt gleich. Ja, sieht man. Ach, sieht man sofort. Und schon macht er das. Okay, gut. Du bist kacke. Oh nein, den werde ich jetzt nicht sterben lassen. Wieso verschwende ich immer Tränke? Das ist irgendwie seltsam. Das ist sehr seltsam. Und ja, seine Tackle geht dann eben. Level 4. Weitere Trank. Das scheint gut für uns. Und wie ist mein Robby? Was? Fragezeichen. Robby. Hat Elden etwas mit sich rum? Jetzt an dich nehmen? An dich nehmen. Oh, sorry. Nein, ich will dich nicht nehmen. Nein, sorry. Sorry, aber das war nicht böse gemeint. Er scheint ihn sehr. Oh. Sorry, Raffi, wollte ich jetzt nicht so sein. Dunkle Höhle.
Und er hat mal 4. Was kein Wunder ist. Ja, genau, meine geht dann weg. Wieso ist der eine überhaupt schneller? Das ist, verstehe ich hier bei der Logik nicht. Das verstehe ich nicht. Weiterer Raupi. Naja, zu erwarten. Den kriegen wir ein bisschen locker hin. Wenn. Und vor Drava. Tschüss. Tschüssikowski. Und erreicht Level 5. Jetzt kommt ein Hund durch. Aber der kann ein bisschen schwer gehen. Wird er auch. Weil er macht das. Ey, wetten wir ein Treffer bekommen. Komm ich einen Gift-Treffer? Nein, zum Glück. Schon wieder ein OP. Das ist schon das dritte Mal. Dieser Mist. Muss ich schon wieder einen Trank nehmen, wie zum Flaschen. Ich kann ja auf Pokémon dabei nicht ein Adler und bin weggegangen. So, das ist schön. Ja, gerne. Da würde ich schon sofort annehmen mit solchen Leuten, die Angeln und solche Blüten mögen. Solche werde ich jetzt mal sein. Pokéball. Oh. Thank you.
So. Ich glaube, Robby entwickelt sich erst, glaube ich, in 7 oder 8 sogar. Fällt mir ein. So. Oh. Wer war denn da? Kevin! Das ist ja eine Überraschung. Oh. Du bist ja Spitzen. Du bist ja echt. Spitze, ja. Heißt eigentlich. Du hast mich den wilden Teil überholt. In Ordnung, dafür bekommst du jetzt was von mir. Ein schönes? Ein Kampfkamera. Ja. Wer kennt's nicht? Der aus der Reihe der Pokémon, der Mathe Bell und Platin. Ja, scheiße, habe ich jetzt nicht mehr alles. Ja. So, jetzt gehe ich mal wieder nochmal über. Hol dich. Hast du mich nicht? Aha. Da werde ich sie trotzdem überholen. Was ab? Kommt's hin. Ja, aber jetzt so überholt mich der doch. Scheiße! Weiter in der. Wie viel ein? Boah, 27 Minuten, hoi. Das ist ein bisschen zu lang. Ja. Dann beenden wir schon mal den Part. Hui. Ein sehr langer Part und ein verrückter. War ein bisschen wirklich schon am Anfang. Warum ist schwarz? Was ist denn los? Ist dann am Ende noch, am Anfang alles noch gut gegangen. Ich werde mich beim nächsten Part wieder mein Deutsch wieder verbessern. Und nicht wieder schlecht. Wie gerade vorhin. Also ich würde mal sagen, das war's heute mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein schönes Daumen hoch da. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und hoffe euch, dass ihr euch eingeschaltet habt und so. Und wir sehen uns. Ich sag schon zweimal. Also, tschüss.